Wir starten heute erstmal wieder auf der Station, denn ich war ein bisschen in der letzten Folge auf dem Holzweg. Denn ich dachte ja, dass wir diese Regenbogenglasscherbensplitter auf der Event-Location in dieses Konstrukt irgendwie dann einsetzen müssen. Aber das ist gar nicht so. Wir können die nämlich nach Hause fahren. Das ist mir dann aufgefallen, als ich den Schlitten beladen habe, dass ich die mitnehmen kann. Und dann dachte ich, oh, sind die vielleicht doch für zu Hause? Und habe dann erstmal ins Lager geguckt. Und da war dann tatsächlich dieses Konstrukt, was wir ja als Geschenk bekommen hatten. Ich war nämlich zuerst auch irritiert und habe gedacht, normalerweise, man kriegt das doch immer als Gegenstand. Und ist das jetzt nur eine Freischaltung? Weil es ja dann tatsächlich auf der Map aufgeploppt ist, als konstruiert. Aber nein, wir haben dieses Teil auch hier bei uns. Und was können wir machen, wenn wir es anklicken? Wir können hier Regenbogenscherben einsetzen, um es zu vervollständigen. Und das ist das, wo ich schon erzählt habe, dass man, also 420, wir haben jetzt mit einem Bäumchen 35 bekommen. Also wenn wir die jetzt einbauen, 420, ja okay, das langt noch lange nicht für die erste Stufe, oder? Oh, die erste ist auch, glaube ich, nicht so viel. Mal gucken, nee. Da brauchen wir noch mindestens ein Bäumchen, würde ich mal behaupten. Und ich habe auch schon Bäumchen entdeckt. Ich habe nämlich noch ein bisschen weiter gebuddelt. Und habe bereits ein paar Bäumchen entdeckt, indem ich hier freigeräumt habe. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass es noch mehr gibt. Ich habe ja noch nicht so richtig schön sauber gemacht, aber eins habe ich tatsächlich hier hinter diesen vielen Steinen gefunden. Sehr fies versteckt, wenn man sich denkt, nee, das spare ich mir, das brauche ich nicht. Haha, dahinter ist nämlich eins. Und noch eins, was mir damals beim, also damals ist gut, was mir gestern gar nicht aufgefallen ist. Hier, wir haben ja rumgebuddelt und es ist mir nicht aufgefallen, dass das hier etwas anderes ist. Und das können wir aber jetzt gleich nachholen. Oh, gleich zwei Geister. Und unser Regenbogenglas. Da werden wir jetzt noch einige finden, denke ich. Okidoki. Dann war sonst noch was, weil das können wir noch nicht anklicken. Das kommt wohl erst später. Vielleicht ist das ja dann der Zugang zur nächsten Ebene. Was mich auch schon dauernd in den Fingern juckt, ist, diesen Tisch zu holen. Obwohl der noch ganz da drüben ist. Ja, das kann ich jetzt machen mit euch. Dann seht ihr, wo der ist. Und wir machen dann mal hier die nächste Türe auf für die nächste Aufgabe. Blup. Oh, ja, Spiegel. Und diesmal eine Dame. Mhm. Liebe Dame, was brauchst du denn? Platziere alle Spiegel des Illusionisten richtig, um sie für den Trick vorzubereiten. Die drei? Ah, da brauchen wir doch bestimmt irgendwas. Hä? Drehe ihn, um das Licht zu lenken. Aber Licht haben wir noch keins. Wir müssen, glaube ich, erstmal Licht finden, würde ich sagen. Ja, ich mache mal ein bisschen frei, dann sehen wir ja, was wir brauchen. Da hinten ist auch noch so ein Tisch. Und was wir machen müssen. Da unten sind sogar Spinnweben. Das ist Gras. Okay. Das ist schon ganz schön heftig, oder? Die Dinger haben hier 60. 60. Man kommt hier also eigentlich kaum. Nein, man kommt hier gar nicht durch. Noch hier vielleicht. Das müsste ein 50er Stein sein. Also, wenn man sich sparen möchte. Ich glaube, ich mache gleich den weg. Licht habe ich bis jetzt noch keins gefunden. Einen kleinen Backyard, also einen Garten hier hinten, habe ich noch gefunden. Und auch hier geht es, glaube ich, noch weiter, wenn man hier mal genauer guckt.
Also solche Wurzeln sind dann immer hier dazwischen, war auch hier, das ist dann immer so eine Wurzel, wo man, wenn man nicht genau hinguckt, denken könnte, ah, da ist einfach der Zaun zu. Aber ja, hier kann man sprengen, wenn man lustig ist. Ob hier in der Ecke noch was versteckt ist, werden wir später mal schauen. Aber hier gibt es noch einmal ein Illusionisten-Set. Zylinder gibt es da nochmal. Mit Sammelzeugs und Herstellungsmaterialien. Und jetzt gucken wir mal hier noch durch. Mit 55. Oh, wir haben so eine komische Zahl. Ich gar nicht. So, dann machen wir einfach so. Dann kommen wir hier durch und können da mal gucken, was da ist. Jo, komm, mach auf. Was ist los? Sie traut sich nicht. Was? Sag bloß, ich muss die dicke Blume hier auch noch wegmachen. Ohne die geht nichts. Ja, oh, wir können mal wieder was bauen. Eine unserer Rotunden. Das ist natürlich super. Und mich würde es nicht wundern, wenn hier auch noch was anderes Besonderes steht. Ja, hier ist auch so einiges versteckt. Wir können hier eben wieder eine... Ah, die Baumaterialien müssen wir noch finden. Die haben wir noch nicht entdeckt. Die hier noch irgendwo dahinter? Also wir haben wieder was für den Reiter. Da auch. Da hinten, guckt mal, da ist... Oh, die sind ja gemein versteckt. Wir haben hier noch ein Glasbäumchen. Guckt mal hier hinten. Noch was futtern. Hier hinten ist ein Glasbäumchen. Ja, komm, mach mal den Busch weg. Was weg ist, ist weg. Da. Mal ein bisschen kleines. Auch nur 35. Und... Noch eins, nämlich hier hinten. Guckt mal, da ist noch eins. Zwischen dem Erz ist noch eins versteckt. Dann waren hier nochmal Zylinder. Und hier oben ist nochmal so ein Brunnen, was mich daran erinnert, dass wir noch gar nicht geguckt haben, was wir für diesen Brunnen bekommen haben. Oder überhaupt bekommen. Was gibt's denn da Feines? Erfahrungspunkte? Schoki. Oh, ganz viel Energie. 40. 40 Energie. Und wir können nochmal eine einwerfen. Wieso gibt's denn dann mehr? Ach, dann kann man mehr gleichzeitig, oder? Also wir haben noch... Haben wir noch mehr? Nein, jetzt haben wir keine mehr. Wahrscheinlich, damit man sie gleichzeitig aktivieren kann und nicht so lange warten muss. Also Ressourcen gibt es auf dieser Ebene massenhaft, wie ihr seht. Also Ton ohne Ende, Erz, Stein. Also jemand, der sehr dringend Ressourcen braucht, der wird hier sehr glücklich. Also das ist hier richtig fett. Ich lasse es mal hier gut sein. Jetzt brauche ich hier aber noch ein Werkzeug. Ist jetzt was immer ziemlich in der Nähe. Ich habe es bestimmt hier irgendwo übersehen. Was hier dahinter ist, das ist natürlich auch die Frage. Hier haben wir nochmal so einen Tisch. Und da wir jetzt kein Licht oder sowas ähnliches gefunden haben, gehe ich mal davon aus, dass wir einfach tatsächlich hier nur drehen sollen, bis sie wahrscheinlich zu ihr hingucken. Wir testen es mal bei dem einen. Einmal hier. Ah, jetzt leuchtet's. Soll das so sein? Bis es leuchtet.
Okay. Es leuchtet aber noch nicht richtig, oder? Weil das sieht ein bisschen komisch aus hier. Und der müsste wahrscheinlich eher zu ihr hier leuchten. Also doch noch nicht einfach, wenn es... müssen wir von diesem Spiegel aus nach da, nach da, nach da? Oh Gott. Uns fehlt noch, aber wir können sie ja nicht so verschieben, ne? Also jetzt wird das Licht quasi von hier nach da, nach da, nach da. Müssen wir den auch drehen? Der geht nicht, den kann man nicht drehen. Hier ist übrigens nochmal so ein Tisch. Was steht da genau? Platziere alle Spiegel. Ach so, wir sollen jetzt auch noch Stoff anbringen. Ja gut, ich glaube, die Spiegel sind schon richtig. Ich habe ein bisschen zu viel Energie ausgegeben. Dann müssen wir von zu Hause erstmal noch ein bisschen Stoffe besorgen. Da kommen unsere Stöffchen. Auch mal ein bisschen Dynamit mitgenommen, weil hier doch so viele Ressourcen stehen. Die nehme ich doch gerne mit. Okay, Stöffle. Mal gucken, ob sie jetzt happy ist. Vorbereiten. Dieses Mal hatte ich die Ehre, Assistent des großen Illusionisten zu sein. Alles verlief reibungslos, das konnte ich sogar in meinem Lebenslauf aufnehmen. So, meine Schützlinge haben alle charakteristischen Merkmale echter Vampire. Hypnose ist eine große Macht. Wissenschaft ist eine große Macht. Meine Damen und Herren und Vampire, ihr seht ein wahres Wunder. Oha. Wir sind jetzt bewaffnet und die sehen gar nicht so freundlich aus. Victor, wer ist denn das? Freundliche Geister. Findest du, mit diesen Gewehren sehen sie freundlich aus? Ich glaube, ich habe einige Formeln durcheinander gebracht. Jetzt sieht er nicht mehr so begeistert aus. Victor, warum schauen die mich so komisch an? Oh Gott, die kommen auf uns zu. Oh nein, was geschieht hier? Vielleicht sind sie ja trotzdem freundlich. Machst du Witze? Folgen wir ihnen. Wir müssen Bartolomeo retten. Jetzt müssen wir hier durch? Nö. Oh, man sieht hier nur noch den Umriss. Und jetzt stehen sie hier alle. Wer wurde in Geister verwandelt? Wer wurde in Geister verwandelt? Mit denen kann ich nichts machen, die reden jetzt nur. Werden die Vampire wieder in Menschen verwandelt? Die schauen irgendwie komisch aus. Aber echt. Können wir jetzt hier durch dieses Tor? Durch dieses hier? Ah, wir haben doch eine Aufgabe. Finde Bartolomeo in Geistervanien. Er wurde also hier innerhalb dieses Gebietes. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist das der Durchgang oder vielleicht wird es noch der Durchgang dann zur nächsten Ebene. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich schätze mal, wir müssen ihn jetzt schon hier finden. Genau hier. Ja, dann gehen wir mal da durch. Und gucken, wo er zu finden ist. Da haben wir Werkzeug, da können wir wenigstens den einen Pavillon gleich aktivieren. Ein bisschen gucken, dass wir hier richtig essen, sonst können wir wieder nichts abbauen. Ich habe plötzlich irgendwo bei 44 Stecke, was immer sehr ärgerlich ist. Da guckt mal, Werkzeug, oh, was ist das? Wir machen aber erstmal hier. Ja. Aber da nehme ich auch wieder einen. Lecker Kuchen. Dann fehlt uns noch einer. Okay. Kriegen wir einen Hinweis? Da?
Okay, das heißt, wir müssen jetzt eher mal hier runter. Da sitzen Krähen. Die gucken mich so komisch an. Warum? Was ist das? Ein Waffenständer? Baue ihn, um die Geisterbanditen zu bekämpfen. Ach ja, ich brauche ja so komische Salzpatronen, ne? Ja. Okay, wir sind questtechnisch noch nicht so weit. Wahrscheinlich müssen wir ihn erst finden. Und dann werden wir wissen, dass wir ihn vielleicht nicht einfach so befreien können. Was haben wir denn da? Eine Pfahlfalle. Ja, wenn man sie nicht sieht und einfach drüber läuft, dann ist es tatsächlich eine Falle. Glücklicherweise hatten Victors Geister unseren Freund nicht in eine andere Dimension gezerrt. Wir hörten Bartholomäus Stimme deutlich. Wir mussten ihm zu Hilfe kommen. Oh Gott, er schwebt über einem Topf. Oh nein. Der arme Kerl. Ich hatte schon vergessen, wie lustig es in der Welt der Lebenden ist. Oh nein, wir sollten Bartholomäus fressen. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Sie sind Geister. Die müssen doch gar nichts essen. Und eigentlich sieht es für dich so aus, als würden sie diese Suppe für mich zubereiten. Für mich zubereiten? Also quasi nicht mit ihm als Zutat, sondern für ihn zum Essen. Und mich haben sie über den Kessel gehängt, weil für den Gast kein Stuhl da war. Bartholomäus. Haben Sie Salz in die Suppe gegeben? Machst du Witze? Mag doch nach einem Löffel und probier sie. Schrei nicht so. Wenn Sie Salz hineingegeben haben, muss es hier Salzablagerungen geben. Stimmt, Salzpatronen. Genau die brauchen wir. Wieso weiß ich was von Salzpatronen? Okay, hier hinten steht eine Kiste. Dankeschön, eine geheimnisvolle Kiste. Mit einer Münze darin, die wir gleich hier oben aktivieren können, denn das dauert ja ein bisschen, bis es durch ist. Plupp. Sehr gut. Und ja, jetzt müssen wir Salz finden, ne? Verjage die Geistermaditen. Einfach verjage sie. Wir kriegen nicht gesagt, suche Salz oder sowas. Was sind denn das für Augen? Augapfelbusch. Das ist noch kein Salz. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo. Das Salz, ist das das hier? Ist hier eine Ecke? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist irgendwas anderes. Wir werden es gleich sehen. Können wir bei ihm schon was machen? Nee, überall müssen wir... Aber hier müssten wir jetzt eigentlich bei der richtigen Quest sein. Ja! Oh! Wir müssen sie erst bauen mit Brettern und Sägen. Schreiben wir uns mal auf. Und dann natürlich hier auch noch ein bisschen... Sind besser freiräumen. Ja, so ein bisschen haben wir gefunden. Eine ganze Menge. Es gibt natürlich hier wieder lauter so Nebengärten. Zum Beispiel hier, der springt ja schon total ins Auge. Ein reines Goldlager. Natürlich auch mit Schätzen und Kisten und Sammelzeugs und ja, wir werden hier zugekleistert mit allem Möglichen. Hier sieht man sogar auch schon eine Kiste durch, die wir einfach so nehmen können. Durch den Zaun durch. Was sehr nett ist. Aber müssen eh noch hier hin, wahrscheinlich bis Ende der Geschichte. Und ja, jetzt muss ich mal gut gucken, was wir noch alles gefunden haben. Hier sind noch Kerzen, die man bestimmt mitnehmen kann. Einmal Kerzen. Ja, die haben eine hübsche Farbe, finde ich. Dann können wir hier dieses Waffengestell fertig bauen. Aber eigentlich ist es kein Waffenständer, sondern eine... Wohl. Jetzt sieht es doch tatsächlich eher aus wie so ein Werkzeugschrank. Ah, da brauchen wir also jetzt das Salz und wir müssen von zu Hause noch Hülsen mitbringen. Okay, für dreimal Salzpatronen. Das heißt, wir brauchen auch 3 40er Salzstapel und die sind auch schon hier. Guckt mal. Noch ein bisschen was futtern. Dass wir die abbauen können. Aber 3 Stapel habe ich gefunden. Eins. Also einen hier und da einen. Mal die kleinen hier weg.
So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ah, einer. Und einer ist hier ganz am Zaun. Dann haben wir nämlich schon das Salz. Hier neben dem Salz noch ein Glasbäumchen. Das nehmen wir auch gerne mit. So, habe ich noch was gefunden. Da sind nochmal Kerzen. Gleich einpacken, sonst vergesse ich sie dann wieder. Weil wenn man dann nachträglich so hinterher nochmal guckt, dann übersieht man, glaube ich, gerne irgendwas. Hier sind nochmal Zylinder, sehe ich gerade. Da müssen wir hier noch ein bisschen was wegmachen. Zylinder. So. Dann haben wir hier nochmal Zylinder, wozu die auch immer gut sind. Das ist das nur Sammelzeugs? Ich muss mal gucken. Wir müssen mal in die Sammlung gucken. Ob das eine spezielle Sammlung ist, die man sonst nicht kriegt. Das ist mir jetzt gar nicht so bewusst. Da gucken wir nachher mal. So, und ich glaube, dann haben wir da auch erstmal alles. Dann haben wir natürlich hier oben, da gibt es ganz viel Quarz, wenn man es denn braucht. Auch hier sind nochmal Zylinder. Und für den kopflosen Reiter auch nochmal Materialien. Und ein Glasbäumchen. Und dann können wir nämlich auch hier noch unseren letzten Pavillon aufbauen. Flup, flup. Wenn wir die Baumaterialien finden. Ah! Und die müssen aber irgendwo in einem vorhergehenden Bereich sein, weil ich glaube, die, die wir jetzt hier gefunden haben, die sind eigentlich für das gewesen. Und für diesen Pavillon glaube ich, das Werkzeug haben wir irgendwie noch nicht gefunden. Da muss ich nochmal gründlich gucken. Vielleicht sogar irgendwo da, wo ich noch so ein bisschen was nicht so sauber weggemacht habe. Ja, da schaue ich gleich nochmal. Und hier habe ich nämlich auch schon, ein bisschen hinter die gemogelt, aber es hilft nichts. Wir müssen ja rein questtechnisch die sowieso beseitigen. Sonst könnte man vielleicht sogar hier irgendwie so durch, hier hinter. Aber wir machen das natürlich ordentlich. Da habe ich auch schon ein bisschen freigemacht, aber so ganz hier hinter noch nicht. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich vielleicht gar nichts Besonderes. Oder auch nur so ein, vielleicht so ein Scherbenbaum. Und das müssen wir mal noch gucken. Okay, jetzt brauchen wir erstmal Patronen. Ich hoffe, ich habe noch welche zu Hause, aber ich denke mal schon. Und dann basteln wir unsere Salzpatronen. Wir laden unsere Patronen ab. Und eigentlich sollten sie reichen. Und gucken wir mal, was wir basteln können. Eins, zwei, drei. So, jetzt hoffe ich, dass wir den armen Kerl ja auch tatsächlich befreien können. Wir fangen einfach mal bei dem hier an. Wie viel haben die denn? 50. Wir haben diesmal gar nicht. Warte mal. Wir haben gar keinen. Sonst ist immer so eine Pistole, wo man dann sieht, wie viel Munition man hat. Mal gucken. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder. Ach, wir müssen wahrscheinlich wieder mit dem Kreis schießen. Ah, da gewöhne ich mich noch nicht so ganz dran. Ich habe immer noch die alten Sachen im Kopf. Mal gucken, ob wir alle brauchen. Ja, du darfst dich drehen. 30, das ist schon mal ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch 20. Danke. Oh, das ging fix. Dann nehmen wir mal den hier. Danke. Das ist einfach so über dieses Rad 20. 30. Oh. Mein glückliches Händchen. Mal gucken, wie es hier ist. Vielleicht kann man die ja wieder irgendwo eintauschen. Ich weiß es nicht. Ohoho. So viel dazu. Aber man muss auch mal nur 10 haben. Zwischendurch. 30. Jetzt ist es egal, was wir kriegen. Gewöhnliche Kugeln würden die vergänglichen Banditen kaum erschrecken. Zum Glück erfüllte das Salz seinen Zweck und nach einigen Schüssen waren die Geister verschwunden. Sehr schön. Und lassen auch noch richtige Patronen für uns fallen. Für
Ein anderes Mal befreie ihn. Okay, befreie Bartolomeo. In Geisterwahn. Ja, der arme Kerl halt. Na, wie der da hängen muss. Ach, wir brauchen da ja schon wieder Zeug. Dauernd müssen wir nach Hause fahren. Da ist es mir eigentlich lieber, wenn man die Sachen dann auf der Location suchen muss. Dass man dann nicht wieder, aha, jetzt fehlen wieder ein paar Bretter und ein paar Seile. Es ist zwar in sich logisch und manche sind vielleicht auch froh, wenn sie wieder nicht irgendwie alles absuchen müssen und was einsammeln. Aber dann muss man halt wieder hin und her fahren. Ja gut, machen wir gerade mal. Müssen wir sonst irgendwas mitnehmen? Sonst ärgere ich mich nachher wieder, dass ich wieder rumfahren muss. Okay, wir schreiben es. Habe ich es mir aufgeschrieben? 5 Haken. Von den einfachen weiß ich gar nicht, ob ich die habe. Seine muss ich erst noch herstellen. Und 6 Seile. Doch, ich hatte alles. Sehr praktisch. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Kerl hier runterkriegen. Befreien. Bleich wie ein Laken dankte Bartolomeo uns und gestand, dass er in naher Zukunft nicht einmal die köstlichste Suppe anrühren würde. Tja, verständlich. Wenn es euch nichts ausmacht, dann gehe ich jetzt lieber zu meinen Vampiren. Natürlich, sie müssen zurückverwandelt werden, bevor sie die Vampirküche beherrschen. Okay. Oh, die Dame. Susanna. Was habt ihr getan? Warum habt ihr den Durchgang geöffnet? Was haben wir? Entschuldigung, wer bist du? Ich bin Susanna und ich verlange, dass ihr alle Bewohner meiner Welt zurückbringt, jetzt sofort. Die echten Vampire? Das ist unser Fest. Der Tag der Toten. Und wir gehören nicht zu euren Kürbissen. Oh, tut mir leid. Aber ich weiß wirklich nicht, wie. Das war ein Unfall. Oh, Himmel. Warum muss ich mich selbst nach dem Tod mit solchen Idioten herumärgern? Aber sie lächelt. Kommt mit. Susanna weiß, was zu tun ist. Reise zur Vulkaninsel. Oh. Also doch nicht hier durch. Auch wenn es sehr schick aussieht. Wir müssen wohl den Durchgang hier irgendwo finden. Flupp. Oh. Oh, gruselig. Aber wir kriegen noch ein paar Kerzen geschenkt. Ich sehe es genau. Da, lilane Herzen. Ja, nice. Okay, dann sind wir hier durch. Das Einzige, was eben mir jetzt noch fehlt, ist der eine Pavillon, wo wir noch die Werkzeuge finden müssten. Da muss ich gerade mal gucken. Wir haben hier keine Roulettes oder sowas, ne? Also das würde sich doch irgendwie anbieten. Also, ich sag hier, wir haben keine Roulettes. Ja, nee, gar nicht. Pavillons. Aber ich meine jetzt, ich habe jetzt eigentlich eher extra Roulettes gemeint durch die Gebäude, die entstanden sind. Also hier zum Beispiel die Bühne, die kann man nicht benutzen. Und die ganzen Gerätschaften, manchmal kann man die ja dann im Nachhinein verwenden. Aber ich bin mal wieder gierig. Und jetzt müsste ich mal noch schnell fix gucken. Also eigentlich möchte ich den Pavillon schon fertig haben. Bevor wir da weiterreisen, da müsste ich jetzt nochmal fix gucken, wo denn die letzte Kiste ist. Ich habe vorhin schon mal geschaut mit Röntgenblick. Da sieht man manchmal ja so ein bisschen durch, wenn man es eigentlich schon aufgedeckt hat. Aber eben es irgendwo noch dahinter steckt. Die letzte Werkzeugkiste ist voll fies versteckt. Hier hinterm Turm. Guckt mal. Da, ganz am Anfang. Und ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass ich immer die Kiste, die eigentlich schon als nächstes kommt, dann einbaue in das vorherige, weil ich einfach irgendeine übersehen hatte.
Okay, dann können wir nämlich auch die letzte Baustelle umbauen. Dankeschön. Das ewige Leben bedeutet nichts. Bedeutet nicht, dass es keinen Raum für Ruhe gibt. Selbst falsche Vampire müssen Kraft schöpfen. Wir bauten ihnen Rotunden, die zu ihrem Geist passten. Und die sind auch echt hübsch. Ich hätte gern so eine. Die sieht hübsch aus. Ist sie irgendwo als Belohnung? Ich glaube nicht. Ne, also zumindest nicht hier. Jo, okay, dann haben wir aber hier oben tatsächlich komplett fertig. Und ich würde noch zu Hause schnell schauen. Wir haben nämlich Glasbäumchen, wobei ich weiß natürlich nicht, ob ich alle Glasbäumchen gefunden habe. Aber die kann ich ja dann noch nachschieben, wenn wir merken, dass tatsächlich noch welche fehlen. Bin mir aber ziemlich sicher, weil die ja teilweise doch recht fies versteckt waren. Aber bei denen lasse ich es erstmal auf sich beruhen. Das gucken wir dann ganz zum Schluss, wenn wir die zweite Ebene auch durch haben. Dann können wir mal schauen, wie viel uns da noch fehlen. Und vielleicht gehe ich dann selber noch mal ein bisschen auf die Suche. Vielleicht kriege ich es ja raus. Ah ja, wir haben noch viele, viele Wölkchen. Wir sind wieder zu Hause. Allzu viel kann ich euch nicht präsentieren. Das hier ist das 20% Geschenk. Aber ich glaube, da gab es sowieso nichts Besonderes, außer den üblichen Goodies. Oh, viel Wind. Ja gut. Gras. Ton ist auch immer sehr gut. Sammelzeugs. Und Edelsteine, Gold. Ja, haben wir einiges eingesammelt. Und? Ganz viel Käse und lecker, damit wir gleich im nächsten Gebiet weitermachen können. Und jetzt müssten wir hier ja auch noch ein bisschen was aufbauen können. Wir machen erstmal 40. Mal gucken, ob wir da. Ja, da kommen wir schon auf die nächste Stufe, weil wir wollen ja mal gucken, wie es dann aussieht. Jetzt haben wir hier irgendwie schon so ein paar Batterien aufgestellt, nachdem vorhin nur der Generator da zu sehen war. So, und jetzt brauchen wir aber ziemlich viel, glaube ich, um weiterzukommen. Also das waren jetzt 70. Ja, wir machen mal 50. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Ja, das sieht nach der Hälfte aus, oder? Ja. Und dann haben wir... Ja, sieht schon sehr spannend aus, aber noch ziemlich eher wie so ein... weiß auch nicht. Und dann können wir die 70 noch draufpacken, da kommen wir nämlich nicht ganz bis. Da brauchen wir wahrscheinlich dann auch nochmal 30. Also wir haben jetzt noch eins finden. Ich habe keine Ahnung, ob wir tatsächlich alle auf dieser Ebene finden oder noch welche auf der nächsten. Das werden wir dann sehen. Und da lasse ich mich jetzt einfach überraschen. Verratet es mir bitte auch nicht irgendwie in den Kommentaren. Da lasse ich mich jetzt überraschen, das sehen wir dann, ob wir da vielleicht dann gar keine finden und ich noch ein bisschen in der ersten Ebene auf die Suche gehen muss.